Adrian hat 10 Jahre behauptet, ich kenne die Nachkommastellen der Zahl Pi besser als Mathe-Genie Rüdiger Gamm. Adriana und Rüdiger bekommen 10 Tafeln mit insgesamt 3000 Nachkommastellen der Zahl Pi gezeigt, bei denen sie fehlende Zahlenreihen richtig ergänzen müssen. Für jede richtige ergänzte Ziffer gibt es einen Punkt. Wer mehr Punkte hat, gewinnt das Duell. Klein gegen groß. Auf los geht's. Los! So, und die ersten 4 Zahlen. Vier, acht, zwei, fünf. Sechs, zwei, sieben, vier, neun. Dürfen sich nicht irritieren lassen. Die amerikanische 7 sieht aus wie unsere 1 und die 1 ist einfach nur ein Strich. 5, 7, 5, 9, 7, 3, 1. Zwei, zwei, sechs, acht. Tafel Nummer 6. Okay. Vorletzte Tafel. Papa, die Oma und sind alle mit dabei und wir wollen das jetzt überprüfen, meine Damen und Herren. Sie können da gleich mit drauf schauen. Das sind die ersten 4 gesuchten Ziffern und Adriana hat notiert 4825 und richtig ist 4825. Das sind die ersten 4 Punkte. Tafel Nummer 2 und da hast du notiert 62749. Und das ist richtig. Tafel Nummer 3, da steht 59731. Und auch das stimmt. Weiter geht's mit 712268. Auch das ist korrekt. Wir sind bei 20 richtigen Ziffern. 20 correct digits, 596198. Auch das stimmt. Und wir schauen auf 64706. Auch das stimmt. Und wir haben 6407. Stimmt auch. Eins, zwei, vier, drei, acht, acht. Auch das stimmt. Zwei, zwei, fünf, vier hat Adriana notiert und das ist ebenfalls korrekt. Und die letzten 5, du hast geschrieben 56181 und auch das stimmt und damit sind alle richtig. All digits are correct. Congratulations.
Denkst du, wa? Wow. Good job, good job. So, nur jetzt müssen wir schauen, was Rüdiger. Now we have to see what Rüdiger is doing. Ja? So, ich werde mal Rüdiger jetzt hier von Kopfhörer befreien. Rüdiger, nicht erschrecken. Wille. Okay. Ja? Ja. So, und auch du bist bereit? Ja. Ja, auch für dich gilt es, die Lücken korrekt aufzufüllen und wir zählen jede richtige Zahl, die an der richtigen Stelle ist. Ja? Ja. Dann schreiten wir zur Tat. Auch für dich. Auf los geht's los. Bis zum Schluss kann man natürlich immer noch mal korrigieren, wenn einem irgendwo vielleicht doch noch etwas einfällt. Aber wenn man einmal sagt, das war's, dann geht nichts mehr. Auch Rüdiger ist sich seines Handelns offensichtlich sehr klar und bewusst. Aber das heißt natürlich noch nicht, dass dann auch alles richtig ist. Und die 10. Tafel. Ja. Alles fertig? Ja, das hoffe ich mal. Drückst du dir erstmal selber die Daumen? So, wir werden das jetzt gleich überprüfen. So, die ersten vier. Du hast geschrieben 4825. Und das ist richtig. Dann geht es weiter mit 62749. Auch das stimmt. Und wir sind bei 59731. Richtig. 712268. Stimmt. 596198. Richtig. 64706. Auch das stimmt. 7607. Und richtig wäre gewesen 6407. Hm? Nächste Tafel. 124388. Das stimmt. 2254. Auch richtig. Und 56181. Das stimmt. Da sie absolut fehlerfrei geblieben ist, haben wir eine Gewinnerin. Und the winner in the Pie Challenge is Adriana. Herzlichen Glückwunsch. Congratulations.